Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Finanzministerin Heinold, liebe Steuerzahler, mit der heutigen Verabschiedung des Haushalts wird wieder eine Chance vertan, die richtigen Weichen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu stellen. Und mit dieser Meinung stehen wir nicht allein da. Der Landesrechnungshof sieht das ganz genauso. Und auch von den Unternehmensverbänden kommt massive Kritik zum Haushaltsentwurf der Landesregierung. UV Nord-Präsident Wachholz sagte vor wenigen Tagen, ich zitiere, wir drohen an der Fürsorge unseres Sozialstaates zu ersticken. Drastische, aber leider wahre Worte. Meine Damen und Herren, es rast ein Schuldenzug auf Kiel zu, zwar noch in der Ferne, aber in der Ferne hört man ihn schon über die maroden Gleise rattern, Frau Heinold. Und Sie wissen das, nur Sie machen nichts. Sie sitzen in Ihrem Bahnwärterhäuschen, träumen von Wölfen, Kormoranen, grünem Wasserstoff, E-Highways, Fahrradautobahnen, aber Sie stellen die Weichen für unsere Zukunft nicht. Die Schuldenbremse des Zuges entfaltet keine Bremswirkung. Vermutlich wird sie am Ende ganz versagen, denn die weitere Aushöhlung der Schuldenbremse befürchtet auch der Landesrechnungshof, der Jamaika deshalb zu einem drastischen Kurswechsel aufruft. Genauso erfolglos wie wir, wie es scheint. Und so wird der Schuldenzug wohl weiter Fahrt aufnehmen, um dann nicht in allzu ferner Zukunft in Kiel zu entgleisen. Meine Damen und Herren, die AfD ist die einzige Fraktion in diesem Haus, die einen eindeutigen Willen zum Sparen und zum Schuldenabbau hat und dies auch klar dokumentiert. Unsere Änderungsanträge zum Haushalt belegen es. Wenn Jamaika nur wollte, dann wäre es möglich, über 100 Millionen Euro Steuergeld einzusparen. Und das, meine Damen und Herren, auch ohne, dass nur ein Polizist weniger Dienst tut auf unseren Straßen. Mit unseren Änderungsanträgen zeigen wir Ihnen, wie es geht. Stimmen Sie daher heute unseren Änderungsanträgen zu. Sie sind ein erster, aber wichtiger Schritt, den Landeshaushalt fit für die Zukunft zu machen. Wir brauchen nicht immer mehr Stellen, immer noch mehr Beschäftigte. Wir müssen stattdessen endlich einmal darüber reden, wo zukünftig auch mal Stellen entfallen können. Wir müssen heute die Entscheidungen treffen, um die Zukunftsfähigkeit Schleswig-Holsteins sicherzustellen, damit auch zukünftige Generationen noch Gestaltungsspielräume haben. Leben in Schleswig-Holstein soll auch zukünftig noch lebenswert und vor allen Dingen auch bezahlbar sein. Mit funktionierender Infrastruktur, einer guten öffentlichen Daseinsvorsorge und Lebensqualität im ganzen Land. Dass gerade diese Lebensqualität auf dem Spiel steht, ist mittlerweile Fakt. Alles wird teurer und jetzt soll alles noch teurer werden. Gerade erst letzte Woche kam heraus, was an Planungen im Umweltbundesamt vorbereitet wird. Die Steuer auf Diesel soll in den kommenden Jahren um 70 Cent je Liter steigen. Die Steuer auf Benzin immerhin um fast 50 Cent je Liter. Die Pendlerpauschale gehört abgeschafft, meint das Umweltbundesamt. Sollen die Leute doch sehen, wie sie zur Arbeit kommen. Und die Maut für Lkw soll stark erhöht werden. Und das wissen wir alle, das wird sich unmittelbar auf die Verbraucherpreise auswirken. Gleichzeitig wird das Wohnen in Ballungszentren immer teurer, was immer mehr Bürger dazu zwingt, auf dem Land zu leben und längere Wegstrecken zur Arbeit in Kauf zu nehmen. Der Klimaplan des Bundesumweltamts klingt wie der spinnerte Forderungskatalog irgendwelcher Umweltaktivisten, den ein fünfter Tag in der Schule ganz gut getan hätte. Tatsächlich handelt es sich um eine Kampfansage an die individuelle Mobilität. Es handelt sich um eine Kampfansage an die Lebensqualität der Bürger. Dieser Plan ist eine Kampfansage, die direkt gegen die ländlichen Räume gerichtet ist. Dabei ist die individuelle Mobilität in unserem Flächenland ein wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit des ganzen Landes. Denn gerade abseits der großen Städte sind die Bürger darauf angewiesen, mit dem Auto zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt oder auch zum nächsten Regionalbahnhof zu fahren. Gerade auf dem Land sind längere Wege zurückzulegen, sowohl für Menschen als auch für Güter, um eine Versorgung der Supermärkte sicherzustellen und um Logistikketten der Wirtschaft am Laufen zu halten. Meine Damen und Herren, diese Vorbemerkungen sind wichtig, weil sie eines zeigen.
Die Klimahysterie oder Klimakrise, wie Herr Petersdotter sagt, hat endgültig gefährliche Ausmaße angenommen und richtet sich längst gegen die Menschen in diesem Land. Und wir treten dem entschieden entgegen. Viele der aktuellen wie geplanten Maßnahmen sind natürlich auf Bundesebene zu regeln. Aber auch die Landesregierung mischt ordentlich mit und treibt die ebenso teure wie unsinnige Energiewende weiter voran. Über 1 Million Euro sind im kommenden Jahr für den Betrieb des E-Highways an der A1 vorgesehen. Ein Projekt, dessen Scheitern schon heute feststeht, meine Damen und Herren. Teuer, gefährlich, unnütz. Nicht einmal die Industrie glaubt noch an das Projekt. Der E-Highway ist schon jetzt ein Top-Anwärter auf einen Eintrag im Schwarzbuch der Steuerzahler. Wir wollen diese Position streichen und diese an der Realität vorbeigeplante Fantasterei beenden. Werfen Sie schlechtem Geld nicht auch noch Gutes hinterher. Beenden Sie diese Steuergeldverschwendung. Doch es geht leider weiter. 785.000 Euro wollen Sie für nicht näher spezifizierte sogenannte Klimaschutzprogramme mit der Gießkanne an Bürger auskehren. Wirkung ungewiss, Mitnahmeeffekte durch grünes Stammklientel höchstwahrscheinlich. Doch das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Viel stärker sind die Bürger Schleswig-Holsteins bereits heute durch ständig steigende Strom- und Energiepreise inklusive der hier im Land viel höheren Netzentgelte belastet. Wir wollen, dass auch in Zukunft Leben überall in Schleswig-Holstein lebenswert und bezahlbar ist. Und der erste Schritt zur Stärkung des ländlichen Raums ist die Vermeidung der Schwächung des ländlichen Raums. Der erste Schritt zu einem bezahlbaren Wohnen im Land ist das Ende des EEG, ist die Beendigung der Energiewende. Dann wird Energie und Wohnen und Mobilität wieder bezahlbar, meine Damen und Herren. Außerdem muss die Zukunftsfähigkeit des Landes gesichert werden. Nun konnte Frau Heinold in den vergangenen Jahren stets Rekordeinnahmen verwalten und auch in homöopathischen Dosen Schulden abbauen. Angesichts von über 28 Milliarden Euro allein im Kernhaushalt ist die Zukunftsfähigkeit aber massiv gefährdet. Die Pro-Kopf-Verschuldung Schleswig-Holsteins ist die zweithöchste aller Flächenländer. Nur das Saarland steht noch schlechter da als wir. Der aktuelle Haushalt ist aber nur deshalb ausgeglichen, weil das Zinsniveau so niedrig ist, so niedrig wie nie zuvor. Die jährlichen Zinsausgaben sind im Vergleich zu 2012 um rund 450 Millionen Euro gesunken. Ohne diese Ersparnis würden Sie uns hier und heute einen tiefroten Haushalt präsentieren. Diese wünscht ihr, was Regierung lebt im Hier und Jetzt. Sie gibt weiterhin das Geld mit vollen Händen aus und die Mehrausgaben liegen dieses Jahr erneut über den Mehreinnahmen. Der Haushalt steht folgerichtig strukturell schlechter da als noch vor einem Jahr. Die Regierung Günther lebt auf Kosten zukünftiger Generationen. Meine Damen und Herren, die asylbedingten Gesamtkosten für das Land Schleswig-Holstein belaufen sich allein in diesem Jahr auf hunderte Millionen Euro. Und vor allem auch deswegen, weil sie es unterlassen, ausreisepflichtige Personen konsequent abzuschieben. Sie unterlassen größtenteils den Vollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen bei vollziehbar ausreisepflichtigen Asylbewerbern. Wenn allein dieses Vollzugsdefizit gestoppt würde, würden Millionen Steuergelder frei, die derzeit dazu genutzt werden, den illegalen Aufenthalt dieser Menschen in Deutschland gegen Recht und Gesetz aufrechtzuerhalten. Meine Damen und Herren, bei fast 10.000 ausreisepflichtigen Personen, Stand heute, gab es in diesem Jahr bis Ende September lediglich 419 Abschiebungen oder Überstellungen in ein anderes EU-Land gemäß Dublin-Übereinkommen. Und wenn doch mal abgeschoben wird, steht der soeben Abgeschobene nach einer Woche trotz Einreiseverbots wieder auf der Matte und beantragt Hartz IV, wie kürzlich der Libanesen-Clan-Chef Ibrahim Miri in Bremen. Und der Herr Miri ist wahrlich kein Einzelfall, sondern nur die kriminelle Spitze des Eisbergs. Seit 2012, Herr Harms, sind nach Zahlen der Bundesregierung 28.283 abgeschobene Asylbewerber wieder eingereist. 4.916 davon sogar mehrfach. Meine Damen und Herren, der deutsche Rechtsstaat macht sich ohne Grenzkontrollen in aller Welt lächerlich. Der Fall Miri zeigt die ganze Ohnmacht unseres Rechtssystems. Aber er ist doch gar nicht eingereist. Recht und Gesetz müssen wieder uneingeschränkte Geltung erhalten. An den deutschen Grenzen entscheidet sich die Zukunft
unseres Sozialstaates. Die fiskalischen Lasten der ungeregelten Zuwanderung nach Deutschland haben Größenordnungen erreicht, die man sich als Normalbürger überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und dabei sind noch nicht einmal alle Kosten erfasst worden. Ganz im Gegenteil. Trotz entsprechender Nachfragen weigert sich diese Landesregierung bislang, die tatsächlichen Kosten vollständig zu benennen. Sie versucht stattdessen, dieses Haus und die Bürger für dumm zu verkaufen. Zwei einfache Beispiele zeigen dies. Die zusätzlichen Richterstellen in unserer Verwaltungsgerichtsbarkeit, die explizit zum Abarbeiten von Rückständen bei Asylverfahren eingerichtet wurden und die auch nichts anderes machen, verschweigen Sie bei den Antworten auf unsere entsprechend kleinen Anfragen. Und auch den größten Personalblock, die 780 Lehrerstellen für den Unterricht Deutsch als Zweitsprache, ursprünglich versehen mit dem Zusatz, ich zitiere, Sicherung der Unterrichtsversorgung aufgrund gestiegener Schülerzahlen, Klammer auf, schulpflichtige Flüchtlinge, Klammer zu, immerhin gut 62,6 Millionen Euro veranschlagen Sie dafür im kommenden Jahr. Während Sie in der Vergangenheit diese Kosten noch der Bewältigung der Migrationskrise zugeschrieben haben, wollen Sie nun nicht einmal mehr wissen, wie viele Flüchtlingskinder in den DATS-Klassen unterrichtet werden. Wen wollen Sie eigentlich für dumm verkaufen, frage ich mich da. Aber den Sinn und Verstand hat diese Regierung bei der Flüchtlingsfrage schon längst über Bord geworfen. Das ist eine harte und bittere Wahrheit, meine Damen und Herren. Am deutlichsten wurde dieses vor kurzem sichtbar, als Sie auf die Frage danach, welche der asylbedingten Kosten der Integration dienen, einfach antworteten alle. Nach wiederholt vorgetragener Lesart der Regierung gehören dazu nämlich auch Ausgaben zur Bekämpfung von Fluchtursachen sowie die Kosten für Asylkammern in den Verwaltungsgerichten. Und ich glaube, wir sind uns einig, das hat natürlich mit Integration alles genau gar nichts zu tun. Ich stelle fest, diese Landesregierung verweigert jeden sachlichen Diskurs in der Asyl- und Migrationsfrage. Die Regierung Günther ist zu einer differenzierten Betrachtung der Lage offensichtlich nicht willens. Mit dieser Haltung mögen Sie im Kabinett und in Koalitionsrunden noch durchkommen und sicher auch noch auf Ihren Parteitagen mit Beifall der Asylindustrie bedacht werden. Die Menschen im Land merken aber, dass sie mitnichten im besten und sichersten Deutschland aller Zeiten leben, sondern in einem Deutschland, in dem Gruppen von jungen Männern Diskussionen vorzugsweise mit dem Messer austragen, in dem Weihnachtsmärkte wie Hochsicherheitstrakte gesichert werden, aber Staatsgrenzen nicht kontrolliert werden, in denen Geld für Einbürgerungskampagnen vorhanden ist, aber immer beim Bürger zu den Tafeln gehen müssen, in denen Einwanderung über das Asylrecht betrieben wird und der eigene Bürger aus dem Fokus der Regierenden gerät. Beispiele dafür finden sich in diesem Haushaltsentwurf zu Genüge. Sie geben erneut 250.000 Euro für die institutionelle Förderung der Flüchtlingshilfe aus. Dürfen Sie klatschen. 2 Millionen Euro für Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Koordinierung von Integration und Teilhabe. Dürfen Sie wieder klatschen. 1,5 Millionen für die Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migranten. Klatschen Sie ruhig. Warum klatschen Sie nicht? 1,4 Millionen für das Landesaufnahmeprogramm 500. Keiner klatscht mehr. Schade. 350.000 Euro an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration. 300.000 Euro für die mobile Beratung ausländischer Arbeitnehmer. 2,5 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Flüchtlingen an den Hochschulen. 675.000 Euro für die Beratung von traumatisierten Flüchtlingen. 25,8 Millionen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber. 500.000 für die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge, 250.000 Euro für Verbände und Vereine für die Errichtung von Beratungsstellen ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, 2 Millionen Euro für eine Einbürgerungskampagne und wie erwähnt 2,5 Millionen für 780 Lehrerstellen Deutsch als Zweitsprache. Leider keine Bildungsoffensive für die hier schon länger Lernenden, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt Herr Peters-Dotter, wir haben mal nachgerechnet, 18,8 Millionen Euro könnte man ganz konkret bei den Asyl- und Flüchtlingskosten einsparen, und zwar ohne die gesetzlich verbrieften Leistungen in Frage zu stellen. Und genau da müssen wir hinkommen. Alle freiwilligen Leistungen des Landes gehören gestrichen. Es wird nur das bezahlt, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie wollen hier aber Integration um jeden Preis.
Egal, woher der Migrant kommt, egal, aus welchem Grund er hierher gekommen ist, egal, wie integrationsfähig er überhaupt ist, Sie machen von vornherein keinen Unterschied, ob überhaupt ein Asylgrund besteht, ob überhaupt Aussicht auf einen dauerhaften Aufenthaltstitel besteht. Integration um ihrer selbst willen, das ist Ihre Spezialität, Herr Ministerpräsident. Und da ist es kein Wunder, es ist wahrlich kein Wunder, dass gleichzeitig Ihr System der freiwilligen Rückkehr gescheitert ist. Doch anstatt einzusehen, dass das Merkelsche "Wir schaffen das Credo" in einem fiskalischen Fiasko endet, holen Sie in einem Sonderprogramm noch weitere 500 Migranten aus einem Flüchtlingslager in Ägypten zu uns. Da dürfen Sie auch wieder klatschen. Nur mir stellt sich da die Frage, ernsthaft jetzt, mir stellt sich die Frage, ob vor Ort mit weniger Aufwand nicht besser geholfen werden könnte. Ihre humanitäre Selbstvergewisserung kostet den Steuerzahler allein 1,38 Millionen Euro. Sie wollen noch mehr Zuwanderung in unser Sozialsystem und vergessen dabei, dass das alles bezahlt werden muss. Meine Prognose lautet daher: Hilfsbedürftige Menschen in Afrika werden Ihnen niemals ausgehen. Aber das für solche EU-Resettlement-Programme zur Verfügung stehende Steuergeld schon eines Tages. Ich möchte, dass in erster Linie die Bürger, die hier schon länger leben und Steuern zahlen, von den Steuereinnahmen des Landes profitieren. EU-Resettlement-Programme lehnen wir daher strikt ab. Sie führen lediglich zu noch mehr ungeregelter Einwanderung und zu einer dauerhaften Belastung unserer Sozialsysteme. Meine Damen und Herren, wir werden, das gilt auch für Sie, Herr Dr. Stegner, wir werden die Leiden des afrikanischen Kontinents, die es ja unbestritten gibt, die werden wir aber nicht hier in Deutschland lösen. Den Menschen muss vielmehr vor Ort geholfen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, das Unwort der Beraterrepublik Deutschland macht in diesem Jahr die Runde. Die Berateraffäre im Verteidigungsministerium ist noch gut in Erinnerung. Hunderte Millionen Euro wurden und werden in Deutschland für Berater ausgegeben. Ohne externe Sachverständige, Berater und Gutachter scheint vernünftiges Regierungshandeln unmöglich zu sein. Und auch diese Landesregierung kommt leider nicht ohne teure Gutachten aus. Für ein Gutachten über die Nahrungszusammensetzung von Kormoranen zum Beispiel planen Sie im nächsten Jahr 100.000 Euro ein. Und ich frage Sie ganz konkret, welchen Erkenntnisgewinn, der über die Angaben in Brems Tierleben hinausgeht, erwartet die Landesregierung, der diese Summe rechtfertigt? Meine Damen und Herren, und auch wenn es haushalterisch betrachtet eine recht kleine Summe ist, so ist und bleibt es aktive und vorsätzliche Steuergeldverschwendung. Ihre horrenden Ausgaben fürs Wolfsmanagement habe ich schon in meiner letzten Rede thematisiert. Das spare ich mir heute. Es geht in die gleiche Richtung wie das eben Gesagte. Meine Damen und Herren, jetzt ist es an der Zeit, die richtigen finanzpolitischen Weichen zu stellen, um unsere Landesfinanzen einigermaßen fit zu machen für die Zukunft. Und Frau Heinold, eine Binsenweisheit, aber Sie müssen die Weichen stellen, bevor der Zug kommt. Ist der Zug erst da, können auch keine Weichen mehr gestellt werden, dann fährt der Zug aufs falsche Gleis. Mit Ihrem karibischen Laissez-faire bei den Ausgaben haben Sie nun leider ein weiteres Jahr verloren. Eine weitere Chance vertan, dem Land Schleswig-Holstein durch Sparen und eine vernunftgeleitete Ausgabenpolitik finanzielle Handlungsspielräume auch für die Zukunft zu erhalten. Und dass wir solche Handlungsspielräume dringend benötigen, zeigt doch exemplarisch die Situation beim UKSH. Meine Damen und Herren, es müssten noch viel stärkere Anstrengungen unternommen werden, um im Kernhaushalt Einsparungen vorzunehmen. Nur so können wir uns finanzpolitische Gestaltungsspielräume erhalten, um auch zukünftig auf aktuelle Probleme wie beispielsweise beim UKSH reagieren zu können. Wir wollen doch alle eine bestmögliche medizinische Versorgung der Menschen in unserem Land. Daher ist der Zukunftspakt für das Klinikum natürlich richtig und findet unsere absolute Zustimmung. Die zusätzlichen Millionen sind dort gut investiert. Und ich bin mir sicher, dass der Finanzausschuss den Gesamtprozess kritisch, aber konstruktiv begleiten wird. Im Bereich der Bildung liegt auch noch einiges im Argen, meine Damen und Herren. Nicht nur, dass der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss immer noch deutlich höher als im Bundesdurchschnitt liegt, nein, auch immer mehr Kinder sind zum Zeitpunkt der Einschulung nicht oder nur bedingt schulreif.
Exemplarisch belegen Schuleingangsuntersuchungen, dass bei jedem fünften Kind die Kompetenzen in der deutschen Sprache nicht ausreichend für einen Schulbesuch sind und Verhaltensauffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich stark zugenommen haben. Die Gewalteskalation an der Grundschule Süsel ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Gewalttätigkeiten zwischen Schülern und Gewalttätigkeiten von Schülern gegenüber Lehrern im Unterricht oder auf dem Schulhof sind in vielen Schulen an der Tagesordnung. Konfliktursachen zu erkennen und sie so gut und früh wie möglich abzustellen, kann nur geschehen, wenn man sonderpädagogische Förderbedarfe bereits vor Schuleintritt durch individuelle Förderpläne entwickelt, sodass sie erfolgreich am Unterricht in der ersten Klasse teilnehmen können und nicht schon frühzeitig an den schulischen Anforderungen scheitern. Die derzeitige Praxis, den Förderstatus erst ab der dritten Klasse zu überprüfen, verzögert notwendige Hilfen für die Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Die AfD fordert daher die Einführung von Vorschulen. Je eher wir damit beginnen, Vorschulen wieder einzurichten, desto weniger müssen wir später ausgeben, um Jugendliche mit Sprachdefiziten und Verhaltensauffälligkeiten zu fördern. Wir beantragen dementsprechend in unseren Änderungsanträgen ausreichende Mittel, um zügig mit der konkreten Planung beginnen zu können. Die Ausgaben für die Brennpunktschulen halten wir für richtig. Sie wären allerdings nicht in dem Maße notwendig, wenn es die bildungspolitischen Sündenfälle wie die Abschaffung der Vorschule, die Abkehr vom Leistungsprinzip und die überstürzte Einführung der Inklusion nicht gegeben hätte. Der Haushaltsansatz für die Hochschulen greift indes zu kurz. Die Aufteilung in Basisbudget, Profilbudget und Struktur- und Exzellenzbudget unserer Universitäten wird lediglich auf dem Niveau des Jahres 2019 fortgeführt. Weitere Mittel werden über ein neu geschaffenes Strategiebudget erst für 2021 eingeplant. Aus unserer Sicht ist das zu spät, meine Damen und Herren. Deshalb beantragen wir, den Haushaltsansatz für das Exzellenz- und Strukturbudget bereits für das nächste Jahr um 10%, namentlich 500.000 Euro, zu erhöhen. Als Wissenschaftsland wird ansonsten mit dem jetzigen Haushalt die Kluft zwischen uns und den süddeutschen Ländern noch größer. Die generelle Unterfinanzierung unserer Hochschulen bleibt mit diesem Haushalt leider bestehen. Finanzieller Nachholbedarf besteht auch bei den Beamten des Landes. Die Forderung nach der Wiedereinführung eines Weihnachtsgeldes für die Beamten ist nicht neu. In diesem Jahr gab es einen Kompromissvorschlag. Es wurde eine Sonderzahlung anstatt der generellen Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes gefordert. Politik muss verlässlich sein, meine Damen und Herren. Wir haben das damals nicht versprochen, aber wir haben diesmal diesem Antrag zugestimmt. Wir halten die Forderung des Beamtenbundes für angemessen und ausgewogen. Sehr geehrte Frau Heinold, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, angemessen und ausgewogen muss auch dieser Haushalt werden. Dazu gehört insbesondere, nicht nur im Hier und Jetzt zu leben, wie es diese Regierung tut, sondern den Haushalt und das Land zukunftsfest zu machen. Und beginnen können Sie ganz einfach. Stimmen Sie unseren Änderungsanträgen zu und verschieben Sie den dringend notwendigen Kurswechsel nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und zum Schluss, lassen Sie uns die Überschüsse aus diesem Jahr, die Höhe steht ja noch nicht ganz fest, für die Schuldentilgung verwenden, im Sinne unserer Kinder, meine Damen und Herren. Im Sondervermögen Impuls befindet sich ausreichend Geld. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.